Zum allerersten Mal ein Pflichtspiel zwischen der Zweitvertretung von Borussia Dortmund und dem SV Meppen. Fußball-Euphorie im Emsland nach zuletzt 9 Punkten im sogenannten goldenen Oktober der Meppen. Wir springen in die 15. Minute. Der Kapitän Luka Tankulic, einer von 3 Meppenern mit Dortmunder Vergangenheit, sieht Ballmatt und er hat eine gute Idee. In der Mitte Lukas Krüger mit der Drehung. 1:0, 15. Minute, zweites Saisontor des 21-jährigen Mittelstürmers. Eingeleitet von Tankulic, über den alles lief. Dann Ballmann mit diesem klasse Pass. Dams in der Dortmunder Innenverteidigung zu weit weg. Keine Chance, das Ding abzuwehren. 1:0, der Meppener Höhenflug hält auch in Dortmund an. Dann die nächste Szene. Morgan Fassbender macht er gut. Und klasse, hier die Prüfung erneut für Drejacker. Am Dortmunder Torwart lag es definitiv nicht. Es blieb beim 1:0 für die Gäste aus Meppen. Der BVB mit Schwierigkeiten im Spiel. Tatschi, er macht das Ding scharf, aber auf Erik Domaschke im Meppener Tor. Wie immer Verlass. Der 35-Jährige bleibt lange stehen, starke Aktion. Meppener Begeisterung natürlich zur Halbzeit. 1640 Fans, gefühlt ein Heimspiel für die Blauen. Aber dann ein Ex-Meppener, Ted Tatamusch. 47. Minute, das hätte der Ausgleich für den BVB sein müssen. Der 20-Jährige aus Meppen gekommen mit dieser Großchance und auch hier auch wieder Domaschke. Die Schlussphase, Pfanne mit diesem Kopfball. Der BVB schmiss alles nach vorne, aber ohne Wirkung. Domaschke guckt den Ball quasi ins Aus. Es blieb beim 1:0. Enrico Maaßen versuchte alles, schöpfte sein Wechselkontingent aus, aber die letzte Szene des Spiels gehörte wieder dem SV Meppen. Eingewechselt Ricci, Sukatu, Pasu. Ja, auch hier eine gute Torwartleistung. Aber das Ding belegt dafür, dass Meppen verdient als 1:0-Sieger vom Platz geht. Letzte Aktion, Sukuta Pasu, 1:0 Meppen am Ende. Erik Domaschke, herzlichen Glückwunsch zum 3. Auswärtssieg in Folge. Warum hat sich die Mannschaft heute die 3 Punkte verdient? Ja, weil sich jeder den Arsch aufgerissen hat für den anderen. Wenn einer den Fehler gemacht hat, hat der andere es ausgebügelt. Und das macht jetzt gerade uns aus und ja, das ist geil einfach. Ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit uns ein bisschen den Schneid abkaufen lassen haben. Es war schwer bei diesen Platzverhältnissen, das wissen wir hier zu Hause, dann auch fußballisch alles zu lösen. Und dann geht es dann eben auch darum, die Zweikämpfe anzunehmen. Und ich glaube, das Tor war viel in der Phase, als Meppen ein bisschen Übergewicht hatte. Dann müssen wir das in der Box besser verteidigen, müssen enger dran sein, dürfen wir nicht drehen lassen. 4. Niederlage in Folge für den BVB. Und der SV Meppen mit seinem Trainer Rico Schmidt ist in der Spitzengruppe der 3. Liga angekommen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.